Hallo und herzlich willkommen zur Songandacht. Ich bin Pfarrer Ralf Kröger von der Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim. Das Gefühl kennst du bestimmt, einen Moment festhalten zu wollen. Ein Moment, der so schön ist, voller Glück, voller Liebe, festhalten zu wollen, er möge ewig dauern. Aber du kennst auch das andere. Momente, die doch bitte mal vorübergehen sollen. Zeit, die viel zu langsam kriecht. Jeder Blick auf die Uhr scheint nur zu bemerken, der Zeiger hängt irgendwo fest. Unser Zeitempfinden ist leider komplett was anderes als die tatsächlich vergangene Zeit. Wir können die Zeit nicht schneller laufen lassen und wir können die Zeit auch nicht anhalten. Das wissen wir natürlich theoretisch im Kopf. Wir sind ja nicht ganz blöd. Und doch unser Gefühl wünscht sich das Anhalten oder das schnell Vorspulen immer mal wieder. Vergänglichkeit, ablaufende Zeit, die unabhängig von uns vergeht, ist ein Kennzeichen unseres Lebens. Auf dem Raketenbahnhof wird man den nächsten Flug lebendig überstehen. Udo Lindenberg singt so in Der Astronaut muss weiter. Und er singt es in seiner eindrücklichen Stimme. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben ist ein Raketenbahnhof. Abschuss besteht unmittelbar bevor. Keine Ahnung, ob ich wieder gesund landen werde. In irgendeinem Sternental gehe ich als Staubkorn nieder, sehen uns vielleicht nie wieder, küss mich ein letztes Mal. Manchmal, wenn ein Mensch, den ich liebe, aus dem Haus geht, würde ich ihn am liebsten zurückhalten. Und ich frage mich, was, wenn das jetzt der letzte Satz, der letzte Moment gewesen wäre, an dem wir uns sehen, der uns noch geschenkt wurde. Das ist kein gutes Gefühl. Und das kennst du auch, dieses Gefühl der Endlichkeit. Das Lied von Udo Lindenberg kommt fast schon depressiv zurück, depressiv bei mir an. Aber eigentlich besteht dazu überhaupt kein Grund. Denn erst die Vergänglichkeit, erst die Einmaligkeit jedes Lebensmomentes macht doch diesen Lebensmoment zu etwas Wertvollem. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch lange nicht in Sicht. Das Jetzt, die Gegenwart, die kann ich leben und die kann ich gestalten und die ist wertvoll, die kann ich genießen. Übrigens, der Fluss der Zeit, das ist unser Empfinden. In einem alttestamentlichen Psalm heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Das, was ich als fließend empfinde, bei Gott ist es eins, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er umfängt mein ganzes Leben, unser aller Leben, das Leben der ganzen Schöpfung mit seinen Händen. Er ist Anfang und Ewigkeit. Und wie die Handlung in einem Film zwischen dem Beginn und dem Ende abläuft, so läuft auch mein Leben ab. Zwischen meinem Anfang und meinem Ende. Und ich darf es gestalten. Und ich weiß,
Der Astronaut muss weiter. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Was wir heute gemacht haben, sind Videos aufzunehmen für Musikandachten, für Gedanken zu Popsongs. Und wir freuen uns total, dass Pfarrer Kröger beschlossen hat, das mit uns zu machen und dass wir hier sein durften. Und an meiner Seite heute, Gott sei Dank, gesund und aufrecht sitzend, am Piano und am Gesang, Patrick Embach. Hallo, vielen Dank. Und Bollwerk gibt es nicht ohne Sie, für euch am Gesang Barbara Boll. Vielen Dank und wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit uns und freut euch auf eine zweite Staffel dann zu dritt. Dankeschön. Bis dann. Bleibt gesund. Jetzt kommt, also wie ich finde, was sehr, sehr Besonderes. Der Patrick hat sich ein Lied ausgesucht von Udo Lindenberg, nämlich Der Astronaut muss weiter. Weil er hat, glaube ich, auch noch einen Song, der nur Astronaut heißt, oder? Ich habe was falsch verstanden. Aber hier geht es um Der Astronaut muss weiter. Also ganz ehrlich, ich habe das Lied das erste Mal gehört und saß an meinem Rechner und habe solche Tränen geweint, weil er einfach arg schön ist, wirklich. Sternenstaub mit
Sonnenwind so lange durch das All, bis ich dich liebe.